wenn Gott uns zu einer bestimmten Zeit an den richtigen Ort bringt, da ist sein Segen schon da. Ein kurzes Erlebnis von mir. Eines Tages beim Einkaufen sah ich an der Kasse eine große Aufregung. Ich eilte sofort dahin und sah eine ältere Dame auf dem Boden. Es war Hilfe schon da. Ich bat darum, einen Notarzt zu rufen. In der Zwischenzeit bat ich um einen Stuhl und um ein Glas Wasser. Nach all diesen Gaben verlor sie kurz das Bewusstsein. Und tief aus meinem Herzen kamen die Worte, O Jesus. Nach Ansprache und Berührung keine Reaktion. Nach einer kurzen Überlegung, zwecks Reanimation und Öffnen der Jacke, kam sie zu sich und war sie wieder ansprechbar. Und in dem Moment kamen die Notärzte und übernahmen die weiteren Maßnahmen. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Richtig, richtig stark. Richtig, richtig großartig. Wir haben von Matthias heute gehört, wir haben in diesem Jahr die Überschrift so grundsätzlich über unsere Gemeinde mit Gott zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist unser Thema, was wir gerade haben. Und vielleicht bist du mit diesem Wort, was da jetzt steht, Kairos, nicht so wirklich vertraut. Denkst, was ist das denn hier? Das also nicht, hat nichts mit Krautsalat zu tun oder irgend sowas. Kairos, das ist völlig anderes. Das ist also etwas, es gibt in der Bibel gibt es verschiedene Zeitbeschreibungen, nämlich Chronos und Kairos und vielleicht noch ein bisschen was mehr, aber Chronos ist so diese Zeit, die läuft, das kennst du, Minuten, Sekunden, Tage, Jahre, Jahreszeiten, alles läuft und es läuft und es läuft und läuft. Und Kairos ist dieser definierende plötzlich Moment, der dir sagt, der dich vielleicht in irgendeiner Weise definiert in deinem Leben, und es ist vorzugsweise am besten der Moment, wenn Gott dir begegnet. Also Gott schafft in deinem Leben einen speziellen Moment. Und diese speziellen Momente sind die Kairos-Momente. Und die wiederholen sich, wenn wir tatsächlich das auch zulassen. Okay. Richtig cool, dass ihr da seid. Während Jesus mit den Jüngern 3 Jahre unterwegs ist. Sag mal deinem Nachbarn 3 Jahre, damit er wach wird. 3 Jahre. 3 Jahre. Ja. 3 ganze Jahre. 3 Jahre können ganz schön lang sein. 3 Jahre unterwegs sein. Erleben Sie einen ständigen Ausnahmezustand. Absolut Ausnahme. Ausnahme. Jeder Tag schien nur dazu da zu sein, Ihre Weltanschauung, Ihre Denkweise auf den Kopf zu stellen. Absolut. Und in all den Begegnungen, die Jesus mit den Menschen seinerzeit hatte, sind sie, die Jünger, nicht nur die Staunenden oder die Zuschauer. Das war ja heute wieder schön. Hast du gesehen, was Jesus getan hat? Das war ja wieder schön. Sondern sie sind diejenigen, die herausgefordert werden, für ihr Leben zu Schlussfolgerungen zu kommen. Okay. Wenn das Jesus getan hat für den, was bedeutet das für mich? Nicht, oh, hast du gesehen, was Jesus für den Menschen getan hat? Denk mal darüber nach, was das für dich bedeutet. Sondern eher, nee, was bedeutet das für mein Leben? Was könnte das in meinem Leben an Veränderung bringen? Und mit anderen Worten, wenn Jesus heute einen Blinden heilt, wird er es morgen wieder tun können. Eventuell, es könnte sein, vielleicht, okay, wenn er will, wenn du alles richtig machst. Okay, wenn Jesus heute mehr als 5000 Menschen mit ein paar Brote, ein paar Fische versorgt, okay, kann er das 10 Tage später mit 4000 auch machen? Ja, vielleicht. Gut, wenn er heute Lazarus buchstäblich aus dem Grab ruft, ja, komm heraus, Lazarus. Also wenn er den Tod überwindet, kann er das bei dieser Mutter, die ihren Sohn verloren hat, der gestorben ist, kann er das heute auch wieder tun? Oder wird er einfach dran vorbeilaufen und sagen, okay, sorry, gestern war der Tag. Nun, wenn Jesus jedem mit dieser unaussprechlichen Güte begegnet ist, kann dann dieser Sturm, der plötzlich aufkam in dem Leben der Jünger, kann dann dieser Sturm ihr Leben zerstören? Normal. Also wenn Jesus
den Menschen seiner Zeit mit dieser unaussprechlichen Güte, mit seiner Liebe, in seiner Gnade und Bewahrung und allem Möglichen begegnet. Ist dann dieser Sturm, der plötzlich aufkommt in ihrem Leben, während sie auf diesem Boot sind, ist dieser Sturm da, um sie zu zerstören? Werden sie den Sturm überleben? Ja. Die Frage ist, wirst du deinen Sturm überleben? Ja. Ah, wirklich? Ja. Guck mal hier. Mal gucken, wie das hier geht. Ha. Ich muss das immer wieder lernen. Hier. Nein, das will ich gar nicht. Ich will dahin. Da will ich hin. Aber es heißt hier, und sogleich nötigte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen habe. In anderen Worten, sie hatten gerade, ich glaube, diese 5.000 Menschen, glaube ich, versorgt, oder die 4.000, eins von beiden. Ich glaube, es ist nicht so wichtig, wie viel gerade. Ne? Und jetzt nötigt er sie. Das heißt, nötigen heißt, er bedrängt sie. Er sagt, jetzt geht endlich los. Das ist so ähnlich wie Eltern sagen, jetzt räum endlich dein Zimmer auf. So. Ich sage es noch einmal. Eins, zwei. Absolut pädagogisch wertvoll wahrscheinlich. Er nötigt sie. Er drängt sie. Nun mach. Geht. Los. Wieso muss er sie nötigen? Nun, weil es sind alles Seeleute. Also Seeleute, Fischer. See, na gut, aber See Genezareth, Fischer. Und sie gucken zum Himmel und sagen, Jesus, ist ein falscher Zeitpunkt, da kommt ein Sturm auf. Lass uns mal bleiben, wir bleiben bei dir, wir fahren morgen früh ist der See glatt, da fahren wir. Rudern wir. Und Jesus nötigt sie, nein, jetzt geht ihr los. Nein, aber Jesus, da kommt ein Sturm auf. Und jetzt sind sie unterwegs und natürlich haben sie recht. Natürlich kam ein Sturm auf. Aber natürlich kam ein Sturm auf. Da war keine Frage. Sie hatten ja Ahnung. Sie wussten ja, was los ist. Sie sahen das ja. Sie waren damit vertraut. Sie waren mit dem Leben, ihrem Leben vertraut. Sie wussten, es kommt Sturm. Und nun waren sie allein und mussten irgendwie zurechtkommen. Denn Jesus hat ja das Richtige gewählt. Er ist am Land geblieben. So ist er, der Jesus. Und während sie noch am Kämpfen sind, am Schwitzen sind, Angst haben, Sorge haben, diese Männer, diese erfahrenen Männer, kennst du schon den Ausgang der Geschichte, du hast es gerade gesagt, natürlich gehen sie nicht unter. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Was für ein Selbstverständnis das gerade hier in der Gemeinde war. Natürlich nicht. Ui, 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 ui. Natürlich nicht. Wenn man am Ende der Geschichte ist, ist das immer so. Natürlich nicht. Aber wenn du mitten im Sturm bist, lass uns schneller rudern. Natürlich erreichen sie entsprechend der Worte von Jesus das andere Ufer des Sees und dann erleben sie irgendwann seinen Tod, dann erleben sie seine Auferstehung, sie erleben seinen Tod, seine Kreuzigung, sie verstecken sich alle und er geht ihnen allen nach, geht in alle Verstecke, ruft sie zusammen, sammelt sie und er begegnet ihnen mit der Botschaft, fürchte dich nicht. Und du siehst in seiner Begegnung mit ihnen nicht irgendeine Anklage, sondern eine Befähigung. Und er sagt ihnen, als sie versammelt waren, sagte er ihnen, er befahl es ihnen. Hat mir gar nichts zu sagen. Er befahl, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes tauft mit Wasser. Heute wird es der Marvin sein. Ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Und die Antwort der Jünger ist natürlich spannend. Ne? Die Antwort der Jünger ist spannend. Wir nehmen wahr, dass Jesus das eine sagt. Er sagt, okay, wartet hier und der Heilige Geist wird kommen und so. Und das Ganze, ihr werdet etwas erleben, was noch nie da gewesen war. Und sie, ihre Sichtweise ist sturmorientiert. Das ist ihre Sichtweise. Sie bleiben einfach. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, direkt danach, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Herr, welche Position habe ich denn? Ihre Sichtweise war der Realität des Himmels immer noch nicht angepasst. Achtung,
Jesus geht gar nicht auf ihre Sichtweise ein, sondern gibt ihnen wieder einen Auftrag. Diesmal nicht, ich habe 5000 Menschen mit Brot und Fisch versorgt, bitte fahr an das andere Ufer des Sees, weil dort von Krankheit und Not zerstörte Menschen von mir befreit werden müssen, sondern jetzt sagt er Folgendes: So sehr hat mein Vater die Welt geliebt, sodass er mich gesandt hat. Und ich habe mein Leben gegeben, damit jeder, der an mich glaubt, das ewige Leben leben kann. Darum sende ich euch diesmal bis an das Ende der Welt. Bis an das Ende der Welt. Oder das Wort von Gott ging an die Welt. Der Geist Gottes und das Wort Gottes sprechen. Und es ist ein Befehl. Und ihr werdet meine Kraft empfangen. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und nun sitzen sie in diesem Raum, völlig ahnungslos. In diesem Raum, ahnungslos. Wie soll denn dieser Auftrag umgesetzt werden können? Wie soll das gehen? Geschweige denn, wie überleben wir den nächsten Tag? Und dann dennoch ist diese Aufgabe da, Jesus hat geschworen, ey, bis ans Ende der Welt, bis nach Eutin. Okay, kann jemand diese merkwürdige Sprache sprechen? Nicht das andere Ufer war das Ziel. Nein, die ganze Welt erreichen. Und einen Sturm auf dem See Genezareth zu erleben, ist das eine. Aber den Sturm einer ganzen Gesellschaft zu erleben, das ist mal was ganz anderes. Jesus, wir wissen, dass Sturm kommt. Ja. Weiß ich. Ich bin Gott. Weiß ich. Darum sollt ihr warten, bis ein Brausen wie ein Sturm aus dem Himmel kommt. Denn ein Sturm aus dem Himmel wird euch nicht zerstören, sondern befähigen. Wow. Habe ich das hier aufgeschrieben eigentlich? So einen Satz? Ja, habe ich. Wenn man diese Jünger jetzt oberflächlich betrachtet, würde man meinen, kann nichts werden. Das wäre nichts. Ich meine, für die Welt zu erreichen, braucht man ein bisschen Voraussetzungen. Ein paar Voraussetzungen. Ja. Mir fallen eine ganze Menge ein, welche Voraussetzungen man braucht, um bis ans Ende der Welt jeden Menschen zu erreichen. Fällt mir eine ganze Menge ein. Ich meine, denkt doch mal über diese Jünger nach, von denen nur einer am Kreuz stehen geblieben ist, während alle anderen verschwunden sind plötzlich. Das sind die Jünger, denen er das sagt, jetzt geh mal bis ans Ende der Welt. Hast mich zwar gerade verlassen, aber jetzt kannst du gehen. Mit meiner Botschaft. Hä? Wie soll das gehen? Und der Petrus, der scheinbare Anführer, das war ein ganz schlimmer, der hatte sogar geflucht, als man sagte, hör mal, du bist doch einer von denen. Nein, auf gar keinen Fall, bist du wahnsinnig. Ich doch nicht. Es kam ein Sturm auf sein Leben zu. Und ich schaue mir diesen Anfang an, diesen kleinen Raum da oben, in irgendeinem kleinen Raum, einen Saal, ich weiß nicht, wie ich mir den vorstellen kann, aber ich weiß, wo die Apostelgeschichte geendet ist. Am Ende der Apostelgeschichte ist das Evangelium aus diesem kleinen Raum, diesem Obergemach in Jerusalem, diesem Ort, an dem die Jünger sich versammelt hatten, nicht mehr so ganz wichtig, sondern die Botschaft hat sich tatsächlich ausgebreitet. Innerhalb weniger Jahrzehnte hat die Botschaft von Jesus Christus die gesamte damalige Welt erreicht. Die Botschaft wurde nicht nur der unteren Schicht gepredigt, im Sinne von, ja, die Armen brauchen irgendwie einen Strohhalm im Leben. Sondern am Ende der Apostelgeschichte nimmt man wahr, dass das Evangelium vor Königen und Fürsten gepredigt wurde. Und du siehst, wie das Evangelium von diesem kleinen Raum aus in Jerusalem bis in das Herz des römischen Imperiums, dem mächtigsten Zentrum seiner Zeit, gelangt ist. Wow! Es gelang in die Stadt Antiochia. In dieser Stadt nannte man die Nachfolger von Jesus das erste Mal Christen, wahrscheinlich wegen ihrer Schuhe, dieser Jesulatschen. So, ja, wahrscheinlich. Oder auch nicht. Kannst du überlegen. Ne? So, es machte seinen Weg durch die damalige Metropole Korinth. Korinth, heute vergleichbar mit einer großen Stadt. Istanbul.
Okay, Istanbul, Hamburg, Frankfurt, weiß ich nicht. Ja. So, was in Jerusalem seinen Anfang nahm, verbreitete sich im gesamten römischen Reich aus. Und das Meer konnte die Botschaft nicht aufhalten. Und die gefährlichen Handelsrouten der damaligen Zeit auch nicht. Es verbreitete sich trotz Verfolgung und es verbreitete sich, obwohl Regierungen dagegen gesprochen haben. Es verbreitete sich, obwohl es keine Technologien gab, wie man heute ja so einfach alles erreichen kann. Kein YouTube, kein TikTok, kein Insta, nix. Es war ganz einfach, die Wahrheit zog ihre Schuhe an und zog um die Welt. Fertig. Es gab kein WLAN und Jesus sagte nicht, das Passwort lautet 777. Hätte er sagen können, hat er aber nicht. Er sagte einfach, geh los. Geh los. Er ging einfach, sandte seinen Geist. Und sie? Also sie hatten die Apostelgeschichte gar nicht. Also sie lebten sie. Also sie hatten auch noch nicht den Philipperbrief, der sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Hatten sie noch nicht. Der musste erst noch im Wo geschrieben werden? Im Sturm. Im Sturm wurde der Brief geschrieben, im Gefängnis nämlich. Ist auch ein Sturm. Was sind das für Menschen? Sie hatten nichts von dem, aber sie stiegen in ihre Lebensboote, um das andere Ufer, das Ende der Erde zu erreichen. Denn wo immer sie hinkam, egal wo sie hinkam, gab es Menschen, die gebunden, gefangen, und es gab die Zerstörten, die versuchten zu überleben. Egal wo sie hinkam. Und sie brachten eine Botschaft. Die Botschaft war, der Tod ist besiegt. Gott liebt dich. Gott liebt dich. In seinem Herzen ist etwas für dich, was wir Güte und Gnade nennen. Vielleicht kannst du mit dem Wort noch nichts anfangen, aber Güte ist Freude pur. Und es kann sein, dass du in deinem Leben an einem Punkt bist, an dem du sagst, so ganz leise, nicht so laut, weil das darf man ja nicht so laut sagen, weil man sonst blöd dasteht. Wie soll ich das machen? Wie kriege ich das hin? Wenn die Ressourcen, die ich habe, die Möglichkeiten, die ich habe, nicht reichen für die Aufgaben, die ich so sehe in meinem Leben. Also wie soll ich die Kinder erziehen, wenn ich in einer Welt lebe, die es fällt mir so schwer, diese Welt zu verstehen. Wie soll ich eine Familie gründen, wenn meine Vergangenheit mir zeigt, wie zerstört meine Familie ist? Wie soll ich da eine Familie gründen? Wie soll ich in meinen Job aufsteigen, damit ich mir meine Zukunft vielleicht besser gestalten kann, wenn meine Ausbildung einfach nicht reicht für das, was ich eigentlich gerne machen würde, weil ich habe das Lernen nicht gelernt. Oder wie soll ich derjenige sein, von dem Gott spricht, ich sein soll, wenn mein Vorsatz, mich entsprechend zu verhalten, nur wegen einer Kleinigkeit sich plötzlich in Dampf auflöst und ich in so einem blöden Verhalten bin? Es gibt einen Grundsatz, der ist so einfach, wie er wahr ist und wie er schön ist. Und er heißt, wer von Gott beauftragt ist, ist von Gott auch befähigt. Kommt Sturm! Wer hat dir den Auftrag gegeben? Für alles das, wozu du von Gott beauftragt worden bist, gibt es auch seine Unterstützung. Nun, ich weiß, dass es Momente gibt, die fühlen sich nicht so an. Denn manchmal, wenn Gott uns beauftragt, etwas zu tun, sehen wir die Unterstützung noch nicht. Geh bis ans Ende der Welt. Siehst du da die Unterstützung von ihm? Geh ans andere Ufer, ja, fahr zum anderen Ufer. Sehe ich seine Unterstützung, wenn ich den Sturm sehe? Sehe ich seine Unterstützung, wenn ich den Sturm sehe? Die Jünger sehen den Sturm, Jesus sah die Menschen am anderen Ufer des Sees. Die Jünger sahen den Sturm auf sich zukommen, Jesus sah, wie er mit seinen Jüngern diesen Menschen auf der anderen Seite Heilung brachte.
Jesus, der Sturm, ja. Ich weiß das. So what? Ja, aber Jesus, der Sturm. Ich habe gerade 4000 Menschen mit Brot und Fisch versorgt. Das war auch ein Sturm. Nicht für mich, für die Menschen. Und Johannes, der die Geschichte mit seinem Leben geschrieben hat. Johannes, dieser jünger Johannes, der mit seinem Leben die Geschichte geschrieben hat, der überlegt sich, okay, ich habe das alles erlebt. An welcher Stelle fange ich am besten an, mein Evangelium zu beschreiben? Dann denkt er nach, also soll ich jetzt damit anfangen, mit diesem Sturm? Oder soll ich damit anfangen, wie Jesus geboren ist? Oder soll ich damit anfangen, wie der Blinde gesehnt wurde? Womit fange ich an? Und er sagt, nee, das Beste ist, ich fange ganz von vorne an. Und dann sagt er, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Mit anderen Worten, bevor es eine Anforderung gab, bevor es eine Job Description gab, war Gott. Er war da. Also ist das gut, wenn wir heute Morgen einfach an den Anfang gehen und das nochmal hören. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Mit anderen Worten, Gott war da. Und zwar, er war da. Und dann kommt die Beschreibung von dem, wie diese Erde war. Sie war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Stopp! Warte mal. Der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Es gab noch kein Licht, aber er war schon da, der Geist. Es gab Dunkelheit, kein Licht, aber es gab schon immer den Geist. Es gab noch keine Form, es war noch nichts gestaltet, aber bevor die Erde Gestalt annahm, gab es den Geist. Es gibt einige Dinge in deinem Leben vielleicht, die noch keine Gestalt angenommen haben. Es gibt Dinge in deinem Leben, da denkst du, oh, das ist formlos, das ist leer, das ist dunkel, das ist trostlos. Aber nur weil es noch kein Licht gibt, nur weil es noch keine Klarheit gibt in dem, was du Klarheit nennst, heißt es nicht, dass nicht der Geist Gottes schon da ist. Nur weil es noch keine offensichtliche Lösung gibt, heißt das nicht, dass Gott nicht vor Ort ist. Und die Bibel beschreibt, dass nicht nur der Geist Gottes da war in dieser Dunkelheit, sie macht deutlich, in diese Dunkelheit hinein gibt es ein Wort. Gott sprach. Und diese gesamte Unordnung, dieses ganze Chaos, der fängt an, sich zu ordnen unter diesem Befehl. Wow. Wenn wir bis zum Anfang zurückgehen, wir gehen mal an den ganzen Jahren vorbei, über die Matthias in den letzten Predigten hervorragend uns aufmerksam gemacht hat, über die ganzen Jahrzehnte und den Fragen in diesen Jahrzehnten, die unser Leben so durchschreitet. Bevor du verheiratet, vielleicht geschieden und verletzt wurdest, den Job bekommen und wieder verloren hast, dein Sorgerecht für deine Kinder angefochten wurden, die Kinder aus dem Haus gegangen sind und wenn du darüber hinausgehst in die Vergangenheit, in die Zeit, bevor du geboren wurdest, dann und davor noch und noch davor und lass uns noch davor gehen, noch weiter davor gehen, gibt es zwei Dinge, die immer da waren, der Geist Gottes und das Wort Gottes. Ach was. Und der Geist Gottes schwebt und Gott sprach, es werde Licht. Und es war so. Geht an das andere Ufer, das Wort Gottes spricht. Und es ward so. Aber da ist ein Sturm. Es war so. Und alles, was wir sehen, begann hier mit dem Geist und dem Wort. Dem Geist und dem gesprochenen Wort. Jetzt verstehst du vielleicht, was ich meinte, als ich sagte, wenn du es tun sollst, wenn es deine Aufgabe ist, ist Gott dein Unterstützer sofort dabei. Und hier sitzen jetzt die Jünger in diesem kleinen Raum und überlegen sich, ey, was hat er gesagt? Sag mal, wohin? Bis zur Stadtmauer? Bis zum Nachbarn? Nein. Bis zum Ende der Welt, bis zum Ende der Erde, bis zum Ende deiner Erde, bis zum Ende deiner Welt, bis dahin. Ja gut, wie sollen wir das machen? Wir sind in Jerusalem, nicht in Rom. Spricht irgendjemand die Sprache von diesen merkwürdigen Menschen?
Und vielleicht ist das für dich heute, Gott hat die Antwort schon auf den Weg gebracht. Es gibt noch kein Licht, keine Klarheit, aber er ist bereits vor Ort. Und weil ihr ja diese Woche so fleißig eure Bibel gelesen habt, bin ich der Meinung, sollten wir nochmal gemeinsam die Bibel lesen. Lass uns einmal aufstehen. Ja, lass uns mal aufstehen, so richtig vor dem Wort Gottes sagen, okay, das ist das Wort Gottes, was jetzt vorgelesen wird. Und ich lese euch jetzt das Wort Gottes vor und dann könnt ihr euch wieder hinsetzen gleich. Ja, aber jetzt stehen wir wirklich vor Gott. Gott spricht nämlich gerade, ja? Okay? So, Gott spricht durch sein Wort. Ein ganz besonderer Moment, ja. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer, setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer, aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn, ein jeder in seiner Muttersprache, Pater und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden und sie entsetzten sich alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das jetzt nur werden? Was will das nur werden, wenn die plötzlich unsere Sprache sprechen und das Evangelium von Jesus Christus verkündigen? Du denkst, und das darfst du denken, Sprachengebet ist diese Himmelsprache, die in dir ist, mit der du mit Gott kommunizierst, wo du manchmal nicht weißt, was ist das, was ich da sage, Gott weiß es. Aber hier geht es darum, dass die Welt an einem Ort war. Wie sollen wir das denn machen? Okay, ich schicke sie alle erstmal zu euch. Und er befähigte sie, Sprachen zu sprechen, die sie nicht gelernt hatten. Da sitzt ein Mann in Mexiko neben mir. Ich erzähle das immer wieder. Er war 70, 75, ein Pastor, der kam aus den Bergen Mexikos, hat unter den Menschen dort das Evangelium gepredigt und hat Menschen gerettet. Und dann sagt er, er spricht Englisch und ich sage zu ihm, sag mal, wie kann das sein, dass du so gut Englisch sprichst? So, ne? Und dann sagt er, ja, ich habe in den Bergen Radio gehört und ich habe da eine Botschaft aus Houston gehört von einem Joel Austin und der hat nur Englisch gesprochen und ich wollte wissen, was dieser Mann predigt. Und habe ich zu Gott gesagt, Gott, ich will wissen, was der predigt. Und plötzlich habe ich es verstanden. Und plötzlich konnte ich sprechen. Und ich so, oh, kannst du für mich beten? Ja, und dann sage ich, ja, dann erzähl mal ein bisschen mehr von deinem Leben, was machst du denn, ne? Und dann erzählt er mir, dass er in den Bergen, gibt keine Ärzte und so und Krankheiten und Tod ist da und dass er 6 Menschen von dem Toten auferweckt hat durch Gebet und ich, kannst du beten für mich? Jetzt! Und sie sprachen in diesen ganzen Sprachen, was soll das werden? Und andere hatten auch eine Meinung. Sie sagten, ach, die sind alles Besoffene, sie sind voll süßen Wein. Und da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist doch erst die 3. Stunde des Tages. Sondern das ist, was durch den Propheten Joel, das im Alten Testament gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Wow. Nehmt gerne Platz. Und jetzt gehe ich nicht auf die Besonderheit des Pfingstfestes ein, das hatte ich zu Pfingsten erklärt.
Sondern lass uns mal natürlich wahrnehmen, habe ich gerade schon gesagt, dass aus allen Teilen der Welt die Menschen in diese Stadt strömten. Man sagt, dass diese Stadt plötzlich dreimal so groß war, also dreimal mehr Bewohner hatte als sonst. In meiner Pfingstpredigt habe ich diesen Kairos-Moment angesprochen. Plötzlich. Es gibt keine Steigerung für plötzlich, habe ich gesagt. Plötzlich war es da. Ja. Plötzlich kam ein Brausen vom Himmel und dieses Feuer. Und heute geht es weniger um Wind und plötzlich und Feuer und all das, sondern ein bewusstes Wahrnehmen, hör mir gut zu, ein bewusstes Wahrnehmen, woher kommt es. Und natürlich weißt du, okay, es kommt vom Himmel, klar. Jetzt hör mir gut zu. Oft kommt es weniger darauf an, welchen Sturm ich gerade in meinem Leben erlebe, sondern woher der Sturm seine Herkunft hat. Oft kommt es weniger darauf an, welchen Sturm ich gerade in meinem Leben erlebe, sondern woher der Sturm seine Herkunft hat. Das ist entscheidend für das Ergebnis meines Lebens. Das Brausen, das sich wie ein Sturm anhörte, hatte seine Herkunft im Himmel. Jetzt hör mir gut zu, weiter, gut zu hören. Das ist nur die eine Seite der Medaille. Die eine Seite ist, gut, dass dieser Sturm vom Himmel kam. Der wird mich nicht zerstören, der wird mich befähigen. Aber Achtung, pass auf, jetzt kommt die andere Seite. Wir drehen jetzt die Medaille um. Wir drehen die um. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Ja, warte mal. Auf beieinander wird oft der Fokus gesetzt im Sinne von Einheit. Aber wenn man gedanklich nicht am selben Ort ist, hat Einheit keinen Wert. Okay, den Zeitpunkt bestimmte Gott. Den Zeitpunkt bestimmte Gott. Aber ob sie an dem richtigen Ort waren, bestimmten sie. Mit anderen Worten, es gibt Stürme im Leben, die dadurch entstehen, weil wir uns nicht am richtigen Ort befinden. Mit Gott zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ja, Gott ist da, aber wo bist du? Es gibt Stürme in unserem Leben, weil wir uns ständig die Dramatik dieser Welt ausleihen, weil wir gedankenlos scrollen in den sozialen Medien und nun versuchst du den Stress, den deine Seele da erlebt, irgendwie wegzubeten. Lieber Gott, nimm mir den Stress! Ich habe hier einen Gedanken, ich muss den einfach mal aussprechen. Ich spreche den jetzt einfach mal aus. Mach damit, was du willst. Irgendwie muss ich dem nachgehen, weil ich habe da immer wieder drüber nachgedacht. Hat jemand eine Tochter? Und hat jemand Söhne? Okay, wir haben Töchter und Söhne oder Söhne und Töchter oder und. Wisst ihr, und wir als Eltern, also ich als Papa, will natürlich, und ich wollte natürlich, Anna ist ja heute hier, dass ihr Leben komplett bewahrt bleibt. Okay? Das ist mein Herz. Deswegen habe ich Lederjacken gekauft und als sie im bestimmten Alter war und alle Jungs genau angeguckt. Und hört mal gut zu. Und wir haben doch unseren Kindern beigebracht, dass ihr Körper ihnen gehört, oder? Haben wir das getan? Das ist dein Körper. Haben wir gesagt, ne? Das ist dein Körper. Das ist wichtig, dein Körper. Aber hast du ihnen auch beigebracht, dass sie ihren Körper und ihre Seele um Gottes Willen schützen? Du hast gesagt, das ist dein Körper. Aber hast du ihnen um Gottes Willen auch gesagt, bitte Kind, bitte Tochter, bitte Sohn, schütze um Gottes Willen deinen Körper und deine Seele. Denn dein Körper hat die Bestimmung, Gott wiederzuspiegeln. Und deshalb ist dieser wohlmeinende Rat des Paulus, dass er sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Denkt mal anders als diese Welt, damit ihr verändert und beurteilen könnt, ob das Gottes Wille ist, was du mit deinem Körper machst.
Guck doch mal, ob das der Wille Gottes ist. Kind, Tochter, Sohn. Verstehst du? Es ist deins, dein Leben, dein kostbares Leben. Aber schau mal, was du damit machst. Und wenn wir sagen, ich werde noch deutlicher jetzt, wenn wir sagen, schütze deinen Körper, dann sagen wir nicht, hoffentlich hast du die Pille nicht vergessen und hoffentlich weißt du, wie man ein Kondom nutzt, sondern hoffentlich weißt du, was der Wille Gottes ist und du weißt, wie wertvoll du bist und du weißt, wo deine Grenzen sind, wo du sagst, stopp, nicht mit mir. Jesus, da kommt Sturm auf. Ich weiß das. Ich weiß das, ich weiß das. Aber dein Blick ruht auf einem falschen Ort. Jesus, da kommt Sturm im Leben meiner Kinder. Ja, ich weiß, wo hast du sie denn hingeschickt? Welchen Ort hast du für deine Kinder ausgesucht, wo sie jetzt zu Hause sind? Du sitzt mit deinen Gedanken am falschen Ort. Und es ist nicht das Gebet, was jetzt hilft. Sorry, wenn ich das so deutlich sage. Es ist nicht das Gebet, was es hilft, sondern die Verantwortung, die du übernimmst für den Ort, an dem du dich begebst. Das ist die Verantwortung. Du kannst beten, so viel du willst. Wir haben gerade gelernt, Gott ist da, wenn wir entsprechend seines Wortes unterwegs sind. Und wenn der Ort nicht der Ort ist, wo Gott dich zu Hause sieht, dann wirst du einfach das erleben, was du erleben musst. Das ist normal, das ist der Sturm, der zerstört, der macht was mit deinem Leben. Und deswegen haben wir vorhin gesungen, die Güte rennt mir nach, weil Gott in dieser unfassbaren Liebe, der sagt, okay, du bist am falschen Ort, aber ich renne dir trotzdem nach. Ich renne dir nach. Kehr um, komm zum richtigen Ort. Komm zum richtigen Ort. Da, wo ich zu Hause bin. Und die Geschichte, es gibt nochmal einen anderen Gedanken, der Ort, an dem wir sitzen, kann auch der Ort der eigenen Kraft sein. Ich schaffe das, ich mache das, ich kriege das hin. Was wäre denn das Ergebnis gewesen? Die Jünger wären aufgestanden und gesagt, oh, kein Problem, kriege ich irgendwie hin, wo ist die Welt? Ich gehe da hin, ich kriege das irgendwie hin, ich schaffe das schon. Nein. Aus eigener Kraft wäre das Evangelium nicht bis in dein Leben gekommen. Niemals. In der Geschichte sind die Jünger am richtigen Ort und nun, die Jünger sind am richtigen Ort und nun kann Gott den Zeitpunkt auslösen, den er für diesen Moment bestimmt hat. Ah, seid ihr da? Okay, das ist nicht so, oh ja, an jeder Ort ist Gott. An jeder Ort ist sein Zeit. Nein, Gott ist nicht an jedem Ort. Okay? Petrus steht auf und erhebt seine Stimme. Aber reicht diese Stimme aus? Reicht meine Stimme aus, um das zu erreichen, was Gott auf seinem Herzen hat? Ich meine, reicht meine Stimme aus, um in dein Herz das hervorzubringen, dass du sagst, wow, da ist eine Wahrheit drin, da muss ich mal drüber nachdenken. Ich muss da mal drüber nachdenken. Ich renne hier nicht raus und überlege, wie war der Lobpreis, wie war die Musik und wie sah der aus, der da vorne gesprochen hat, sondern nee, das Wort Gottes hat mich erreicht, ich muss darüber nachdenken. Reicht meine Stimme aus? So von meinem Schwiegersohn, der heute hier auch hier ist, habe ich gelernt, dass wenn man seine Stimme erheben möchte, auf seine Atmung achten muss. Hui. Mach mal so. Muss auf seine Atmung achten. Er hob seine Stimme, predigte die Kreuzigung, die Auferstehung, das Gericht, die Notwendigkeit der Buße, der Bekenntnis der Sünde und der Taufe. Und seine Stimme berührte das Herz von mehr als 3000 Menschen, kein Mikrofon. Und dennoch wurden mehr als 3000 Menschen an diesem Tag gerettet. Wie kann seine Stimme 3000 Menschen erreichen? Er musste am richtigen Ort sein. Und er musste, hör mir gut zu, am richtigen Ort atmen. Er musste am richtigen Ort atmen. Okay? Du musst an dem richtigen Ort atmen, damit deine Stimme die Stimme des Vaters wird für eine Welt, die nach Frieden ruft. Wenn du dir einen Atemzug vom Himmel holen würdest, bevor du den nächsten Schritt gehst, würdest du den Wind Gottes in deinen Lebenssegeln spüren und müsstest dein Boot nicht alleine steuern. Atme am richtigen Ort.
atme am richtigen Ort. Und der Geist Gottes wird das unterstützen, was die Stimme des Herrn befiehlt. Und das hast du dir schon gedacht und gehört, wenn du länger Christ bist und länger unterwegs bist. Ja, aber für den einen oder anderen kann das heute eine erstaunliche Offenbarung sein. Die Art und Weise, wie der Geist Gottes in den Jüngern wirkte, und die Art und Weise, wie das Evangelium von Jesus das Ende der Erde erreichte, ist in einem ganz kleinen Satz zu erkennen. Der Geist Gottes befähigte sie, das Wort Gottes in ihrem Leben zu leben. Der Geist Gottes befähigt dich, Jesus ähnlich zu werden. Der Geist Gottes befähigt dich, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Aber da kann ruhig Sturm sein an dem Ort. Es ist nicht so, wie es ist. Es ist doch egal. Der Geist Gottes befähigt dich, deine Kinder zu begleiten, zu erziehen und sie zu befähigen, in einer Zeit wie dieser nicht dem Mainstream, sondern ihrem Schöpfer zu folgen. Seid ihr da? Jungs, seid ihr da? War das gut, was ich gesagt habe? Ihr müsst mich unterstützen heute, Leute. Ihr müsst mich unterstützen heute. Wir lassen die Mädels dahinter ein bisschen noch in Ruhe, aber gleich seid ihr auch dran. Okay. Der Geist Gottes befähigt dich, deine Ehe zu einem Ort zu machen, wo Liebe und Frieden ein Zuhause haben. Und das bedeutet, dass die Jünger und du und ich denselben Geist einatmen, der in 1. Mose 1 über den Wasser schwebte, als noch Chaos war, als noch nicht klar war, wie es weitergehen soll in meinem Leben. Atme ihn ein. In diesem Haus ist Gott. Hör auf zu argumentieren. Da ist Sturm, da ist das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Du kennst meine Situation nicht, du hast keine Ahnung, wie es mir geht. Da ist nämlich ein Sturm, der so aussieht und da ist ein Sturm, der so aussieht und da ist das und da ist jenes und überhaupt, das ist alles ganz schwierig. Atme den Geist Gottes ein. Atme den Geist Gottes ein, nicht deine Argumente. Atme den Geist Gottes ein, nicht deiner ganzen Argumente, warum was nicht geht. Da ist Sturm, Jesus. Ich weiß das. Wenn ich dich dahin führe, wird der Sturm dich nicht zerstören. Wow, was für eine starke Predigt. Und wenn du weitere Predigten wie diese sehen möchtest, dann kann ich dir nur die Predigt von letzter Woche ans Herz legen. Die findest du hier oben, kannst einfach raufklicken, dann wirst du auch automatisch dahin geleitet. Und wenn du den YouTube-Kanal von der Leuchtfeuergemeinde abonnieren möchtest, dann klick hier unten auf Abonnieren und wir sehen uns nächste Woche für die nächste Predigt.